Guten Tag, mein Name ist Raphael Maurath. Ich bin hier der Pflanzen- und Produktionsberater im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald. Wir hatten, bis der Maiswurzelbohrer hier aufgetreten ist, vorzügliche Bedingungen für Maisanbau. Bei uns ist der Wurzelbohrer aufgetreten, erstmalig im Jahr 2010. Und seither, kann man sagen, ist der sukzessive immer wieder stärker geworden. Mittlerweile, im letzten Jahr, hatten wir knapp 110.000 Fänge gemacht. Wir haben 100 Fallen stehen, kann man leicht umrechnen, sind also rund 1100 Käfer je Falle. Wir haben viele Hotspots im Gebiet. Wir haben im Gebiet 3000 Hektar Saatmessermehrung, der beflügelt natürlich auch die Fangzahlen. Dort haben wir noch Insektizide, die wir einsetzen können, gegen Bodenschädlinge wie Drahtwurm, wie Erdraube, wie Wurzelbohrer. Im Körnermais haben wir gar nichts. Wir sind damit konfrontiert mit einer Situation. Wir haben Schäden durch Drahtwürmer, aber auch Massivschäden durch Wurzelbohrer. Was weiterhin wichtig und entscheidend ist, was wir letztes Jahr festgestellt haben, erstmalig im Jahr 2021 sind die Fangzahlen im Saatmais höher wie im Körnermais. Begleitend muss ich sagen, im Saatmais haben wir Insektizide, die wir einsetzen können. Und trotz dem Einsatz dieser Insektizide ist es also nicht gelungen, die Population im Saatmais weiter unten zu halten, was all die Jahre zuvor so möglich war. Wir propagieren aus dem Grund die Nematode, weil ich brauche dafür keine Zulassung, ich kann es sofort einsetzen. Und wir haben letztes Jahr, im Jahr 2021, sehr, sehr erfolgreiche Auswertungen gemacht. Wir haben dieses Jahr, denke ich, sehr gute Bedingungen für die Ausbringung von Nematode. Wir haben hier alleweil Niederschläge, der Boden ist feucht. Wir haben mittlerweile dieses neue Gerät, Lick-Inject. Wir kommen da mit 10, 12 cm in den Boden rein und können quasi die Nematode im feuchten Horizont des Bodens ablegen und gehen davon aus, dass die jetzt ihren Job machen und dass die Larven, die sich an die Maiswurzeln heranmachen, gut kontrollieren können. Jürgen Meyer, Kultec Consulting. Wir haben das Gerät Lick-Inject für die präzise Injektion von Flüssigsubstrate, sei es Flüssigdünger oder auch jetzt hier die Nematode, entwickelt. Mit dem Lick-Inject-Präzisions-Injektionsgerät, das wir hier verwenden für die Nematode-Ausbringung, haben wir den Vorteil, dass wir tiefer injizieren wie herkömmliche Technik, die man sonst zur Verfügung hat, nämlich 10, 12 cm. Das hat den Vorteil, da ist immer feucht, auch hier in der trockenen Rheinebene. Und die Nematoden überleben sicher, bis sie dann aktiv werden, um die Wurzelbohrerlarve zu bekämpfen. Das heißt, wir garantieren mit dieser tiefen Platzierung die Überlebensrate und dadurch die Wirkung von Dianem. Seit 10 Jahren machen wir jetzt Versuche mit einer Nematode und setzen es jetzt immer breiter eben in der Praxis ein, um hier was gegen den Maiswurzelbohrer zu haben. Ja. Ich setze das Verfahren auch im Lohnei für andere Landwirte. Vor allen Dingen auch im Saatmais, weil das ist hier bei uns sehr wichtig, Saatgutproduktion. Seit einigen Jahren setzen wir das Verfahren mit der Nematode jetzt im Nachauflauf ein, als separater Arbeitsgang im Mais, weil dann können wir besser auf die verschiedenen, also auf Bodenfeuchte reagieren, weil die Nematode soll in feuchte Boden ausgebracht werden. Und wenn man separat fährt, kann man da einfach besser das anpassen. Ja, von der Kapazität, wir haben hier, also mit einer Maschine kann ich ungefähr 200 Hektar machen. Was halt der Tatsache geschuldet ist, dass wir hier in Südbaden sehr kleine Fläche haben. Sonst wäre da natürlich deutlich mehr möglich. Mein Name ist Basler, ich komme aus Freiburg-St. George, bin hier Landwirt. Und hier auf dem Feld setzen wir dieses Jahr Nematoden ein. Da war jetzt zweimal hintereinander Mais. Letztes Jahr war hier ein Hotspot mit dem Wurzelbohrer laut Fallen. Und nächstes Jahr wollen wir hier Kürbis anbauen. Drum werden dieses Jahr Nematoden eingelassen. Mein Name ist Wolfgang Seelinger. Ich komme hier aus der Nähe, aus Merdingen. Bin Saatmaiserzeuger. Und für mich ist halt wichtig, den Nematoden, dass wir den Sonderstatus erhalten können. Deswegen habe ich mich auch vor 4 Jahren beteiligt an dem Versuch. Und ich bin halt wichtig, dass man der Anwendung auch praxistauglich ist, dass in den landwirtschaftlichen Systemen einpasst, dass es nicht viel Arbeit macht. Erfahrungen waren letztes Jahr sehr positiv. Die Vorteile ist, es ist halt ein biologisches Verfahren, es sind Nützlinge und vor allem sind die Nematode im Boden aktiv, wo ich mit keinem Pflanzenschutzmittel, mit keinem Granulat hinterherkomme. Ist wichtig für meine Berufskollegen, dass wir den Saatmaisanbau erhalten können. Wir werden dieses Jahr ein Intensivmonitoring machen. Wir haben
an die 8 verschiedene Standorte, wo wir mit Nematoden, ohne Nematoden, im Saatmais mit Belem, ohne Nematoden, mit Belem, mit Nematoden vergleichen und da an die guten Ergebnisse vom Jahr 2021 anschließen, anknüpfen wollen. Das wäre unser Anliegen. Und wie gesagt, wir hoffen, dass wir mit den Nematoden hier einen Schritt weiterkommen. Auch für den Saatmais, das ist eine wichtige Kultur im Gebiet. Und mit 3000 Hektar in unserem Landkreis, im Nachbarlandkreis nochmal 1000 Hektar, da wäre es sehr wertvoll, wenn wir die Kultur aufgrund von Nematodeneinsatz halten können. Das wäre unser großes Anliegen.